Todd Howard Game Studios. Oder so ähnlich. Puh. Fallout 4. Und ein munteres kleines Vault-Tec-Logo rechts unten, wahrscheinlich unser Ladebildschirm. Ja gut, das Starten des neuen Spiels kann natürlich ein bisschen länger dauern als ein normaler Ladebildschirm. Wenn sie ansonsten weiterhin so ausführlich werden, die Ladebildschirme, werde ich sie rausschneiden. Oh. Wir sehen uns gleich wieder. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt. Fusionsgetriebene Autos. Tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es Ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Ach ja. Was für ein schönes atmosphärisches Intro. Das... Ernsthaft? Fängt jetzt schon das Radiospielen an. Ich hoffe, die GEMA fisset uns jetzt nicht ganz doll. Das wäre unter Umständen schlecht. Aber die Charaktererstellung werde ich wahrscheinlich sowieso vorspulen. Dann seht ihr trotzdem alles Wesentliche.
So, und hier sind wir auch schon wieder. Ich habe mir gedacht, jetzt vor allem am Anfang sieht der Charakter noch nicht besonders gedamaged aus. Ein bisschen bleicher, weil das ist jetzt, denke ich, kein großer Spoiler. Wir bald, in Anführungszeichen, oder auch nicht ganz so bald, aus der Vault krabbeln werden. Also ist ein bisschen bleicher, wahrscheinlich ein ganz guter Gesichtston. Jetzt nicht zu übertrieben mit Narben, jetzt vielleicht so ein bisschen, immerhin sind wir ein Kriegsveteran. Und doch längere Haare ist, glaube ich, für so ein Leben im Ödland wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Also ich glaube nicht, dass wir sehr oft die Gelegenheit normalerweise finden, uns die Haare zu schneiden. Vielleicht, komm, ich bin mir sicher, dass es im Spiel eine Möglichkeit gibt, die Gesichtsmerkmale noch zu ändern oder so. Vielleicht kommen dann im Laufe der Geschichte noch ein paar Merkmale dazu. Aber jetzt legen wir erstmal weiter los. Automatisches Speichern, das ist schon mal schön. Hey Nora, Schatz. Hey Schatz. Bin gleich fertig. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Irgendwie bezweifle ich, dass wir noch sehr viel Zeit haben werden. Aber lassen wir mal die 80er Jahre Future Retro Atmosphäre auf uns wirken. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. Danke, Cotsworth. Natürlich, Sir. Ja, vielen Dank, auch wenn wir dich gerade versehentlich unterbrochen haben. Tut mir leid. Grognack der Barbar. Grognack der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. Ja, so geil, dann müssen wir gleich mal einen Kaffee trinken. Schwarz und 78, wie viel Grad? Egal, Hauptsache er schmeckt. Ja. Ah, das tut doch mehr oder weniger gut, auch wenn wir nicht viel getrunken haben können. Ah, das klingt nach einem Stinker. Ich sehe mal nach dem kleinen Sean. Ich hatte ja am Anfang meine Zweifel, aber Cotsworth kommt wirklich super mit Sean zurecht. Der Höchstwert liegt bei 13 Grad. Mhm. Aber aus Kanada nähert sich eine Kaltfront. Traue niemals einem Roboter mit einer Kettensäge dein Baby an, aber egal. Am Montag liegt der Höchstwert bei 11 Grad. Mhm. 11 Grad, das ist aber nicht sehr warm für Herbst. Gut, es ist, naja, sollte von der Temperatur jetzt nicht so sehr anders sein als hier bei uns. Und bei uns ist gerade Mitte November und wir haben abends noch 15 Grad. Oh, wer ist das? Hallo? Willst du was? Na klar. Wahrscheinlich der Vertreter, der kommt jeden Tag. Guten Morgen. Ich komme von Vault-Tec. Vault-Tec? Vault-Tec? Was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vault-Tec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Sind Sie irgendwie in Eile? Aber gut, wir sind... Sind wir schon ein bisschen gedamaged? Ich meine, wir sind Kriegsveteran und haben im Intro gehofft, unsere Frau jemals wieder lebend wiederzusehen, haben daran gezweifelt, aber das ist anscheinend gut gegangen, auch wenn die internationale Politik angespannt zu sein scheint. Hallo? Oh, Entschuldigung. Dann bin ich froh, dass Sie gekommen sind. Oh, ich auch. Sie haben ja keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben, also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage, äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Tja, ich würde sagen... Moment, da muss doch ein Haken an der Sache sein. Genug Platz für uns alle? Da ist aber Platz für die ganze Familie, oder? Aber sicher. Abgesehen von Ihrem Roboter natürlich. Genau genommen haben Sie bereits Zugang. Ich muss lediglich noch ein paar Informationen überprüfen. Es soll ja reibungslos laufen, im Falle einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Es wird nicht lange dauern. Totale nukleare Vernichtung?
Was ist dieser Vault genau? Oh, er besitzt alle Annehmlichkeiten eines modernen Zuhauses, glauben Sie mir. Und nicht zu vergessen, er schützt Sie komplett vor nuklearer Strahlung und feindseligen Mutanten. Eine bessere Zukunft unter der Erde. Das ist nicht nur unsere Mission, sondern auch unsere Leidenschaft. Naja, dann würde ich sagen, einer geschenkten Vault schaut man nicht hinter die Sicherheitsterminals, selbst wenn es sich um Vault-Tec handelt, dem wir, wie wir alle wissen, dem Boss und der Firma und den ganzen Mitarbeitern kann man rückhaltslos vertrauen. Klar, legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Charaktererstellung für den Anfang setzen wir alle Attribute auf 4. Es ist so glücklicherweise relativ einfach möglich, sie später weiter hochzumachen, weil mit jedem Level-Up können wir einen Perk wählen und unter anderem können wir Perks auch in die Attribute an sich setzen und so im Prinzip alle auf 10 hochsetzen. Das ging in eingeschränktem Maße auch schon in Fallout 3 und Fallout New Vegas durch intensives Training, wo es, glaube ich, zwar nur gab nur 10 Ränge und allerdings die größte Einschränkung, es gab ein Level Cap mit also ohne Mods gab es ein Level Cap, ich glaube mit DLCs auf 30. Das heißt, das wollte man dann vielleicht doch nicht machen, weil man die Perks einsetzen wollte. Aber hier, ohne Level Cap, sind sie theoretisch unbegrenzt. Also werden wir das auch sicherlich öfter machen. Name. Wir nennen uns mal Nahadoth. Wenn jemand The 100,000 Kingdoms heißt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das Buch auch auf Deutsch gibt. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich jetzt vielleicht nicht der normale, gut bürgerliche Name, aber in Voraussicht auf das Ödland ist das vielleicht ein guter Name für einen einsamen, umherstreifenden. Ja. Dann zurücksetzen, annehmen. Können wir es nicht? Ah, erst doch Enter drücken. Alles klar. Wunderbar, das war alles. Ich bring das jetzt nur noch zum Vault. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Oh. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Mhm. Wenn auch erst 4 Charisma, daran werden wir definitiv noch arbeiten. Sir, Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sie so gut beherrschen. Du hast Cotsworth gehört. Los. Und allem Anschein nach hat der Name ist ein einzelner Zungenbrecher. Hat Cotsworth einen höheren Charisma-Wert als wir. Was ist das? Jura-Diplom. Ich bin so stolz auf Sie. Oh, unsere Frau hat ein Jura-Diplom. Nice. Na, dann schau mal. Na, wen haben wir denn da? Hey, Sean. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag... Na klar. Robco, oder? Es müssten Robco-Raketen sein. Nun, sollen sie mal die Reise in die weite Ferne eintreten? Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Na klar. Ja, gute Idee. Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Cotsworth? Alles in Ordnung? Ja, gefolgt von Blitzen. Grellen Blitzen. Heiße. Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte. Ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Please stand by. Wir müssen zum Vault. Sofort. Scheiße. Einwohner von Sanctuary Hill. Nora? Da. Wie ist das Militär so schnell hier hingekommen? Okay, immer mit der Ruhe. Das ist nicht bloß ein Übungsalarm, oder? Naja, die Durchsage im Fernsehen, das kann eigentlich kein Übungs... Es muss eine Übung... Oh Gott. Das ist absurd. Ich bin nicht auf der Liste. Sie kommen nicht rein.
Sie können mich nicht aufhalten. Nicht schießen. Oh, ah. Okay. Das werde ich melden. Vorteil? Was? Sie vor. Wir, nicht, ich glaube, wir dürfen rein. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind. Männlicher Erwachsener. Weiblicher Erwachsener. Okay, viel Glück, Mann. Schütze Amerika. Wir tun, was wir können. Und unsere Stadt hier. Jetzt bitte weiter. Die wollen nicht, dass die Blätter dieser Bäume höher ausfallen als unbedingt nötig. In die Mitte. Scheiße, wieso denke ich jetzt an sowas Unwichtiges? Knorra, komm schon. Hast du schon? Alles gut. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Euch beide. Wir lieben dich auch. Oh mein Gott. Scheiße. Heiß. Tja. Festhalten! Scheiße. Oh, meine Güte. Fuck. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Alles? Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Alles klar. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Vault 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir... Ja, die Treppe hinauf. Besser. Ich glaube es nicht. Eine Minute später... Und nein, wir wären alle. Nein, denken Sie nur nicht daran. Sie sind jetzt in Sicherheit. Aber um welchen Preis? Gehen Sie bitte alle die Treppe hoch und dann durch die Tür. Bist du okay? Schatz? Das ist unser neues Zuhause. Und dabei wollten wir noch einen Waldspaziergang machen. Hey. Wir brauchen einen Moment für uns. Die Treppe hoch, bitte. Was ist los? Männlich. Voltec ist für Sie da. Weiblich. Aber okay. Willkommen. Männlich. Entschuldigung. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Versiegelung. Weiblich mit Kind. Was ist das? Scannung auf Radioaktivität? Ich hoffe, wir haben nicht zu viel abbekommen. Oh Gott, ich mag gar nicht dran denken. All die Menschen da oben und... Ich weiß, wir hätten Cotverse sowieso nicht mitnehmen dürfen, aber... Der arme Roboter. Da vorne. Nehmen Sie sich einen Anzug. Was? Ja, na klar. Treten Sie an den Tisch heran. Ein Voltanzug. Gehen Sie jetzt durch den Gang. Geil. Jeder nimmt sich einen ihrer brandneuen Voltanzüge. Professionell wie immer, ha? Es ist den Gang dort. Danke. Hinter. Und was jetzt? Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Na klar. Siehst du? Das ist unser neues Zuhause. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Das sieht auf jeden Fall schon mal technisch beeindruckend aus. Es ist fort. Unser Zuhause. Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Oh Gott, Schatz. Was, wenn sie es nicht geschafft haben? Ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Aber Vault-Tec wird stets für sie da sein. Sie werden sich hier wohlfühlen. Hatten sie Familie außerhalb der Stadt? Oh Gott. Wir werden sie nie wiedersehen. Wir haben alles verloren. Oh Gott. Bitte, die Leute brauchen etwas. Natürlich, Ruhe. Irileth, Voltec-Mitarbeiterin. Wie lange werden wir wohl hier unten sein? Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische. Können Vorgänge. Wir überhaupt wieder raus? Bei der ganzen Strahlung da oben? Passt prima, oder? Der ich streiche alle die von der Liste, die hier reinkommen. Nicht nur bequem ist, sondern auch gut nur so wenige Kapseln. Die Zukunft, oder? Kapseln. Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich hier schnell wie zu Hause. Die sind aber... Was sind? Okay. Nun, ich bin kein Technikexperte. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Dekontaminierungskapsel schon? Alles in Ordnung? Alles wird gut. Papa ist doch da. Ich bin hier schon. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Alles klar. Da ist er, siehst du? Papa ist ganz in der Nähe. Okay,
Treten Sie hinein und ziehen Sie natürlich, den tut mir leid. Dann lassen wir uns mal dekontaminieren. Wir sehen irgendwie aus wie die Tranquility-Sessel aus Teil 3. Nur ein bisschen cooler, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es soll wahrscheinlich die ganzen Bakterien töten. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Bewohner sicher. Lebenszeichen normal. Vorgang abgeschlossen. Was? Zum Teufel. Das war doch keine Dekontaminierung. Was zum... lässt du mich auch raus? Fast. Alles wird gut. Komm her. Komm her, Baby. Was machen Sie da mit meinem Sohn? Was zum... Hey! Was zum... Lasst mich... Ihr verdammten... Was zum... Nein. Oh, nein. Nora. Nora. Ich finde den, der das getan hat. Und dann hole ich Sean zurück. Versprochen. Scheiße! Oh Gott. Warum sollte Vortex das tun? Wir müssen doch nicht sein, dass nur noch irgendwie hier raus. Hallo? Ist da wer? Terminal. Kryoanlage. Offline. Lebenserhaltungssysteme. Offline. Kapsel-Insassenstatus. Nora und Sean. Unbekannt. Manuelle Überbrückung der Kapseltür aktiviert. Unsere Überbrückung wurde auch aktiviert, aber was ist mit den anderen? Ersticken? Ersticken? Oh Gott. Mr. Abe? Mrs. Abel? Mr. Das kann doch... Das kann doch nicht sein. Scheiße. Noch mehr.
Arsch! Schraubenschlüssel? Kann ich die irgendwie... Verdammt, dass es die ist. Mir hat sich ja verschlossen, da bekomme ich mit dem Schraubenzieher nicht auf. Oh, ich kriege, wer auch immer das getan hat. Das wird kein schöner Tag für die Person werden. Was zum... Komm runter. Du nutzt keinem, wenn du hier auftauchst. Konzentriere dich auf Sean. Irgendwie müssen wir den... Wir kriegen diejenigen, die Sean hier verentführt haben. Willkommen beim Termlink von Robco Industries. Freigabe Voltex-Sicherheits. Volt 111 Sicherheitsanweisungen. Was zum Teufel ist hier passiert? Vertraulich, vertraulich, vertraulich. Nur für Sicherheitspersonal. Verstoß VTP 01011. Volt 111 ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkungen des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Das Sicherheitspersonal ist für die Integrität der Anlage und für die Überwachung der wissenschaftlichen Mitarbeiter verantwortlich. Mitarbeiter dürfen unter keinen Umständen von den ihnen zugewiesenen Pflichten abweichen. Insubordination oder Behinderung des Vault-Betriebs sind schwerwiegende Vergehen. Das Sicherheitspersonal ist zur Anwendung tödlicher Gewalt autorisiert. Tödliche Gewalt? Aufnahme von Bewohnern. Nach Erhalt der Aktivierungsnachricht von Voltec hat sich das gesamte Personal im Eingangsbereich einzufinden und bei der Aufnahme der Vault-Bewohner zu helfen. Das Sicherheitspersonal ist dafür für die Einhaltung der Ordnung zuständig und hat dafür zu sorgen, dass weder das Personal noch Bewohner versuchen, den Vault zu evakuieren. Das Forschungspersonal ist für die Aufnahme der Bewohner zuständig und eskortiert sie zu der ihnen zugewiesenen Kyrokapsel. Nicht verzeichnete Bewohner sollten gebeten werden, ihren Platz zu räumen und, falls nötig, gewaltsam in Gewahrsam genommen werden. Befinden sich alle Bewohner in ihren Präservierungskapseln, sind in Gewahrsam genommene Personen zu entsorgen. Der versiegelte Vault-Eingang darf unter keinen Umständen geöffnet werden. Was zum... zu entsorgen? Was zum Teufel ist hier passiert? Mitarbeiterpflichten... Wissenschaftsteam. Mitglieder des Forschungsteams sind dazu verpflichtet, täglich die Vitalfunktionen von Bewohnern im Kälteschlaf zu überwachen. Kardiopulmonale und kognitive Aktivitäten müssen stündlich überprüft werden. Lebensrettende Maßnahmen sind nur zulässig, wenn mehr als 80% der Bewohner im Kälteschlaf darf der Kälteschlaf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Unabhängige Forschung wird empfohlen und ist dem Aufseher überlassen. Sicherheitspersonal. Sicherheitspatrouillen haben in einem konstanten 8-Stunden-Rhythmus zu erfolgen. Die Sicherheitsprioritäten lauten folgendermaßen. Nach Anzeichen für Eindringlinge suchen, nach Atmosphärenlecks suchen, Auseinandersetzungen des Personals schlichten, Durchsetzen der Regeln des Aufsehers, Durchsetzen der Voltec-Regeln. Gebäudeverwaltung und Instandhaltung. Aufgrund der Natur von Vault 111 wird vom Personal die Erfüllung von Pflichten außerhalb der normalen Qualifikationen erwartet, beispielsweise Reinigungsarbeiten und Essenszubereitung. Die genaue Verteilung dieser Aufgaben liegt im Ermessen des Aufsehers. Entwarnung und Evakuierung? Sonst ist hier niemand, aber wieso wurden wir nicht aktiv evakuiert, bevor das alles... passieren konnte. Entwarnungsnachricht. Nach einem nuklearen Zwischenfall überwacht Voltec die Oberfläche nach Anzeichen für resultierende Gefahren wie erhöhte Strahlung, feindliche Streitkräfte, weitere Angriffe und andere Fraktionen. Sobald die äußeren Bedingungen als sicher eingestuft werden, erhält dieses Terminal eine Entwarnungsnachricht. Nach Eingang der Entwarnungsnachricht kann das Voltec-Personal nach Ermessen des Aufsehers evakuiert werden. Nachrichten von Organisationen oder Personen, die nicht mit Voltec in Verbindung stehen,
dürfen nicht beachtet werden. Einschließlich Nachrichten der Regierung und das Scheiße. Wo sind wir da nur hineingeraten? Und jetzt bin nur noch ich und Sean. Denk an Sean. Im Kälteschlaf befindliche Bewohner dürfen nicht gestört oder evakuiert werden. Voltec-Mitarbeiter werden sich ferngesteuert um sie kümmern, nachdem das Personal von Vault 111 evakuiert wurde. Was zum... Obligatorische Schutzzeit. Vault 111 wird als kurzfristige Anlage eingestuft. Personal, das nicht im Vault lebt, führt so lange Forschungsarbeiten und grundlegende Wartungsarbeiten durch, bis sie das Entwarnungssignal zur Evakuierung erhalten. Sollte keine Entwarnungsnachricht von Voltec eintreffen, ist es dem Aufseher gestattet, das Personal nach 180 Tagen der Abschattung zu evakuieren. Unter keinen Umständen ist es den Mitarbeitern von Vault 111 gestattet, den Vault während dieser Schutzzeit zu evakuieren. Es sei denn, sie erhalten eine Entwarnungsnachricht von Voltec. Sicherheitsaufzeichnungen. Samstag, 23. Oktober 2077. Oh Gott, es ist tatsächlich passiert. Die Welt geht unter. Wir haben die Bewohner gerade so reinholen können. Es haben nicht alle geschafft. Jetzt sind nur noch wir und die Eisklötze hier. Ich verstehe nicht. Ich versteh's nicht. Die Eierköpfe haben mir versucht zu erklären, dass es Teil eines großen Experiments ist, sie einzufrieren. Für eine bessere Zukunft oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie ist es falsch, dass wir ihnen immer freundlich zugelächelt haben, bevor sie von uns auf Eis gelegt wurden. Hätten wir es ihnen nicht sagen sollen? Samstag, 25. Dezember. Weihnachten unter der Erde. Hab mich mit den anderen Jungs von der Sicherheit und den Verwaltungsmitarbeitern zusammengetan und eine kleine Party geschmissen. Das beste Geschenk des Abends war ein fancy Lätzkuchen, der nicht zudrücke war. Keiner der Wissenschaftler ist gekommen. Der Aufseher auch nicht. Ich verstehe die nicht. Versuchen sie, etwas vor uns zu verbergen? Noch ein Geheimnis der Firma, das nur für die hohen Tiere bestimmt ist? Ach, egal. Nur noch ein paar Monate, dann sollte das Entwarnungssignal kommen. Und wir können uns endlich an den Wiederaufbau machen. Montag, 14. März, bereits 2078. Nur noch ein paar Wochen, dann ist die obligatorische Schutzzeit vorbei. Die Leute drehen schon langsam durch. Einige glauben sogar, dass es kein Entwarnungssignal geben wird. Hier unten können wir nicht mehr lange bleiben. Das steht zumindest schon mal fest. Und ich meine damit nicht, dass ich seit über 6 Monaten denselben Pausenraum und dasselbe Bett anstarren muss. Ich meine damit, dass wir nur Lebensmittel für ein paar Monate haben, höchstens. Der Aufseher wiederholt immer nur, dass wir Geduld haben und uns auf die Arbeit konzentrieren sollen. Er verheimlicht uns irgendwas, da bin ich sicher. Hier geht irgendwas Übles vor, das spüre ich. 23. April, nochmal etwas später. Die Haupttür zum Vault-Ausgang ist defekt. Der einzige Weg führt nach draußen, durch den Fluchttunnel des Aufsehers. Wie praktisch für ihn. Er lässt die Tür zu seinem Büro rund um die Uhr von einem Mitarbeiter des Wissenschaftsteams bewachen. Sie haben sogar einen kleinen Kontrollpunkt eingerichtet. Wurde heute Abend zu einem Treffen eingeladen, nur für Leute von der Verwaltung und der Sicherheit. Klingt, als gäbe es noch mehr Unzufriedene. Letzter Eintrag. Es kommt kein Entwarnungssignal von Voltec. Wir müssen hier raus. Wir haben kaum noch etwas zu essen. Ich hätte Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzkrücke auf den Boden fallen gelassen hat. Ein paar von uns haben mit dem Aufseher darüber gesprochen, den Vault zu öffnen. Ich hätte nie gedacht, dass so ein kleiner Mann so laut schreien kann. Jetzt hat er sich mit dem Wissenschaftsteam in seinem Büro eingeschlossen. Wir sollen ihm unsere Lebensmittel, unsere Waffen und unsere Medizin übergeben, sonst hätten wir mit Konsequenzen zu rechnen. Ich habe mit allen geredet. Es ist soweit. Wir verlassen jetzt den Vault. Auf die eine oder auf die andere Weise. Puh. Alles klar. Holoband laden? Ah, okay. Du hast keine Holobänder in deinem Inventar. Hier können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Alles kann uns von Nutzen sein. Huch, huch. Was ist denn da passiert? Habe ich versehentlich die Konsole geöffnet. Tut mir leid. Was? Was ist das für ein Viech?
schon. Riesenkakerlaken? Was zum Teufel? Und... Oh, scheiße. Ist das eine Leiche da hinten? Ein interner Voltec-Krieg? Oder kann man dieses Sicherheitspersonal überhaupt zu Voltec zählen? Ich bin irgendwie ruhiger geworden, als ich jetzt normalerweise erwartet hätte. Das ist vielleicht der erste Schock, aber... Es kommt mir gerade ganz gelegen. Ich muss mich auf Sean konzentrieren. Ich werde ihn finden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Hörst du, Nora? Ich werde unseren Sohn finden. Ich mag zwar geschockt sein, aber ich bin nicht so geschockt, dass ich da durchrenne. Was zum... Was ist dir passiert? Scheiße. Wo sind alle? Das ist nicht bloß eine Leiche. Sie ist bereits vollständig skelettiert. Und das hier. Oh Gott. Wie lange waren wir eingefroren? Und vor... Und fast genauso wichtig oder noch wichtiger... Wie lange waren wir etwa zum zweiten Mal eingefroren, als Sean... Lebt Sean überhaupt noch? Er könnte älter sein als ich. Nein. Sean lebt. Er ist wohl auf. Musst du glauben, du musst jetzt an irgendwas festhalten. Und selbst wenn der schlimmste Fall eintreten sollte... Du kannst es noch nicht wissen. Der Aufseher. Ist das alles, was noch übrig ist? Und dabei wollte ich nie wieder eine Waffe in der Hand halten. Krieg bleibt immer gleich. Nur dachte ich, ich hätte den Krieg hinter mich gelassen. Steht vielleicht hier irgendwas? Anweisung für Aufseher. Wieder vertraulich. Vault 111 ist dafür konzipiert, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Ihre Mitarbeiter werden kurzfristig mit der Überwachung grundlegender kardiopulmonaler und kognitiver Funktionen betraut. Die Langzeitbeobachtung erfolgt über Fernüberwachung durch Vault-Tech-Techniker. Das haben wir schon gelesen. Moment, da war aber noch mehr, da war noch wesentlich mehr. Kyrolator. Ich habe lange davon geträumt, den Kälteschlaf in mobiler Form zu ermöglichen. Der Kryolator ist mein neuester Versuch. Glücklicherweise verfügen wir über ausreichend Mengen der benötigten Chemikalien und Komponenten, um am Prototyp arbeiten zu können. Ein schöner Zeitvertreib, während wir auf grünes Licht warten. Betriebsprotokoll-Handbuch, das hatten wir auch schon. Aufseher-Logbuch. Vorbereitungen. Die abschließenden Einweisungen der Mitarbeiter ist beendet. Aber bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und alle bis auf ein paar wenige Bewohner von Sanctuary Hills wurden registriert und einige aus Concord ebenfalls. Voltec-Kontrolleure waren diese Woche da, um eine technische Abnahme durchzuführen. Der Vault ist startklar. Ich stelle mir vor, welche Wunder unsere Bewohner zu sehen bekommen werden. Das Gefühl, in die Zukunft zu reisen. Ich wünschte fast, ich könnte dabei sein, unsere vielversprechende Zukunft mit eigenen Augen sehen. 23. Oktober. Es ist passiert. Wir hatten Glück, dass die meisten Mitarbeiter in der Nähe waren, als die erste Warnung kam. Wir hatten weniger Zeit als erwartet, aber nur Nordhagen fehlte, als wir den Eingang versiegelten. Die Aufnahme der Bewohner lief problemlos. Alle waren da, sogar die Familie, die bis zur letzten Minute gewartet hatte. Ich hatte mir Sorgen gemacht, dass die Leute mir Verdacht hegten, aber dafür ging wohl alles zu schnell. Sie müssen von allem zu überwältigt gewesen sein, um die Kryo-Fragen, Kryokammern in Frage zu stellen. Es war eine fucking Falle. Sollte man nicht... Okay, es ist nicht das erste Mal, dass ich von einer korrupten Institution höre, aber Voltec? Voltec? Eine der mächtigsten und größten? Vielleicht gar nicht deswegen, aber...
Trotz eines Atomkrieges sollten sie nicht höhere Prioritäten haben? Systemdefekt. Komischer Vorfall heute mit Kapsel C3. Das Subjekt schien Herzrasen zu haben. Nichts Lebensbedrohliches, aber ungewöhnlich. Wir haben beinahe zu spät bemerkt, dass die Kapsel eine Fehlfunktion hatte. Das Kryosystem hätte fast angefangen, sie aufzutauen. Wir sind uns nicht sicher, aber ich vermute, einen Fehler in Voltecs externen Überbrückungssystem hat dazu geführt, dass ein fehlgeleitetes Signal gesendet wurde. Wir müssen wachsam sein. Ich hoffe nur, dass ihre Systeme zuverlässig weiterarbeiten, wenn wir erst das Personal evakuiert haben. Externes Überbrückungssystem. Fehler oder Absicht? Das war sicherlich kein Fehler, dass diese Leute gekommen sind und... Scheiße, Nora. Und schon. Und meine Kapsel wurde auch überbrückt. Das können doch eigentlich nicht dieselben Leute gewesen sein. Irgendjemand muss mich befreit haben. Ich muss diese Person finden. Vielleicht weiß sie mehr über Sean. Vorräte werden knapp. Es gab noch kein Entwarnungssignal, obwohl die 180-tägige obligatorische Schutzzeit bald vorbei ist. Es war nicht vorgesehen, dass die Vorräte viel länger reichen, und trotz meiner Bemühungen beginnen die Leute sich zu fragen, was wir hier eigentlich noch unten machen. Wenn die anderen glauben, dass wir einfach gehen können, wenn die 180 Tage um sind, dann sind sie verrückt. Die radioaktive Strahlung wäre immer noch stark genug, um jeden zu grillen, wenn wir die Voltec-Versiegelung so früh öffnen. Der ganze Sinn der Entwarnung war der Empfang weiterer Anweisungen von der Zentrale. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich kann den Vault nicht öffnen. Und unsere Vorräte reichen nicht ewig. Ich muss einfach alles unter Kontrolle halten, bis die Entwarnung kommt. Meuterei? Eine Gruppe unter der Führung des Sicherheitspersonals hat sich an mich gewendet und verlangt, den Vault verlassen zu dürfen. Ich werde nicht die Tür öffnen, um da draußen verstrahlt zu werden. Ich sammle die verbliebenen Vorräte zusammen und sperre die Mitarbeiter ein. Wir müssen anfangen, Prioritäten zu setzen, wer wie viel von den wenigen Vorräten erhält. Ich war mit den Rationen dummerweise viel zu großzügig. Und wenn es manchen nicht gefällt, nun dann haben wir eben weniger Mäuler zu stopfen. Du verdammtes Arschloch! Ruhig. Munition sparen. Wer weiß, wofür wir sie noch brauchen. Vielleicht für die Leute, die Sean entführt haben. Oh Gott, Scheiße. Oh Gott. Ich muss was trinken. Doch, wenigstens das Wasser kühl. Und rein. Noch mehr Munition. Rauchen will ich nicht unbedingt anfangen, aber... wer weiß. Nehmen wir alles mit. Ich habe beim Militär ein paar lustige Tricks mit Haarklammern genäht. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Natürlich. Was haben wir hier? Ersatzwaffe. Noch mehr Munition. Das muss der Kryolator sein, von dem er gesprochen hat. Nett. Dich hole ich mir später. Vielleicht sollte ich sie auf Eis legen. Ja, verlockend, verlockend. Nun gut, Evakuierungstunnel wird geöffnet. Oh. Für Sean. Ich werde mich jetzt nicht von ein paar Käfern aufhalten lassen. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier um jeden Preis hinaus. Keiner lebt mehr. Lebt denn überhaupt noch wer? Oh Scheiße. Ist jemand nach draußen? Wo kommst du denn her? Waren wir hier nicht? Oh Gott. Alle sind tot. Ein Pip-Boy? Davon habe ich eine Fernsehserie gesehen und sie haben im Radio darüber berichtet.
So. Ah, und hier haben wir das schöne neue Fallout 4 Interface. Müsste ich mich wahrscheinlich noch dran gewöhnen. Aber das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Kurze Info, dadurch, dass ich relativ wenig bis jetzt kommentiert habe, also relativ wenig wie ein Let's Play, das wird besser. Jetzt nur hier im Intro. Wollen wir mal ein bisschen in die Psyche unseres Charakters logen. Der, so viel kann ich jetzt schon mal sagen, aus dieser ganzen Geschichte nicht ganz ungedamaged herausgehen wird, was auch unseren Spielstil beeinflussen wird. Mehr dazu, wenn es soweit ist. Bisschen immersive, in Anführungszeichen, Charakterentwicklung soll ja auch sein. Okay, Status, Specials, unsere normalen Attribute. Skills haben wir natürlich noch keine. Inventar, Waffe, Kleidung. Jetzt haben wir beide Ehringe. Wir können, okay, wie in Skyrim, aber nur einen Ring tragen. Brille können wir mal aufsitzen, warum nicht? Und wir können jetzt einzelne Rüstungsteile an verschiedenen Extremitäten ausrüsten, das ist schon sehr nice. Diverses, unser Haarklammer, Schrott wird später auch noch sehr nice. Waffenmods, Spielmods kommen später auch noch. Munition, 90, 10mm Patronen, nicht schlecht, aber ich bezweifle, dass wir damit sehr weit kommen werden. Zeitreisen für Anfänger. Verlasse Vault 111. Bekommen wir auch eine Questbeschreibung? Ja, ja, sehr schön. Während meines Kälteschlafs in Vault 111 bin ich gerade lange genug aufgewacht, um die Ermordung meiner Frau und die Entführung meines kleinen Sohns mitzuerleben. Ich muss aus Vault 111 entkommen und nach Hause gelangen. Ich muss das alles erst einmal verarbeiten. Oh ja. Aber sehr gut, ich dachte jetzt im ersten Moment, sie haben die Beschreibungstexte rausgenommen, was vielleicht im ersten Moment nicht schwierig erscheint, nur durch Objectives, aber wenn wir dann später unzählige Quests bekommen und wir dann teilweise gerade was anderes machen, dann wir Quests hier nur stehen haben, Questname und sowas wie töte den und den oder finde das und das oder was auch immer, dann wäre es ganz gut, hier nochmal eine Beschreibung zu haben. Außerdem, das fand ich schon bei Skyrim schade. Gut, es war in Fallout 3 auch schon so und in New Vegas, aber ich fand in Oblivion das Quest-System so schön, womit jeder Quest-Aktualisierung mehr Munition, nice. Noch mehr Munition. Und mit jeder Quest-Aktualisierung noch so ein schöner, beschreibender Tagebucheintrag kam. Das fand ich sehr schön. Dann wollen wir mal. Das hört sich nicht gut an. Hoffentlich funktioniert die Tür noch. Ich muss Sean retten. Ich kann nicht in dieser Vault gefangen bleiben. Aber das sieht gut aus. Puh. Ich komme schon. Viel Spaß bei Ihrer Rückkehr zur Oberfläche und danke, dass Sie sich für Vault-Tec entschieden haben. Tatsächlich waren fast alle Vaults geheime, soziale Experimente von Vault-Tec. Können wir jetzt als Spoiler auffassen, aber eigentlich ist es eine Kurzinfo aus den vorherigen Fallout-Teilen, also ist es schon irgendwie okay. Ich falle nicht tot um durch die Strahlung, das ist schon mal gut. Was zum... Ist da die Bäume, die sie... Scheiße.